Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja, herzlich willkommen auf ARK. Ich kann mir leider selber nicht ins Gesicht gucken, der muss ich auf dem Vogel sitzen, dann kann ich mich selber angucken. Sehe ein bisschen wüst aus, fast so wie im Real Life. Ja, ARK, Dena hat das mal recht cool formuliert, das ist Minecraft mit Dinos. Es ist ein Spiel, das mich schon sehr lange fasziniert. Die haben ja wirklich sehr lange quasi Beta-Tests. Also so wie ich das jetzt mit Kettle und Crops mache, so hat zum Beispiel Percy das mit ARK gemacht. Ne? Das ist also ich glaube, ja, okay. Bei Kettle und Crops ist das richtig mit Crowdfunding und da habe ich ja dann ein bisschen Geld gegeben, damit die schon mal anfangen können und so. Das hat Percy bei ARK, glaube ich, nicht gemacht. Weiß ich aber nicht genau. Auf jeden Fall habe ich das ARK mal zufällig durch YouTube kennengelernt. Ich habe da irgendwelche Videos angeguckt. Und zwar waren das Keith Joe und ein Quantum Pro. Die beiden göttlich. Wie so ein altes Ehepärchen. Wirklich himmlisch. Und die haben ARK gespielt in einem ganz frühen Stadium, wo wirklich alles noch total buggy war. Die Bäume waren wild am Hin und Her wackeln. Und da ging das Spiel lief überhaupt gar nicht. Ja. Und da hat mich das Spiel schon fasziniert, aber auf so einen Buggy-Scheiß hatte ich kein Problem. Und dann habe ich ein Video gesehen vom Gronkh, ne? Ihr kennt Gronkh hier, Gregor, ne? Nein, der ist Erik, aber ist egal. Die meisten sagen halt Gregor Onk zu ihm. Warum, weiß auch keiner so wirklich. Und der Erik, der hat einen sogenannten NASA-Rechner. Also das Ding ist eine Rakete mit drei Sternchen, ja, was Gaming-Performance anbelangt. Und der konnte ARK auch nicht spielen. Da habe ich mir gedacht, ich brauche das auf meinem XMG-Club-Computer, brauche ich das erst gar nicht draufladen, weil das wird eh nicht laufen. Zumal ich damals auch noch das alte Laptop noch hatte. Ich bin ja mittlerweile schon zwei Laptops weiter. Brauche ich nicht spielen. Ne? Aber mittlerweile ist es ja fertig quasi. Percy schreibt mir gerade Liebesbriefe. Ich habe das Discord an, falls mal einer reinkommt und ein bisschen mehr quaken will. Deswegen bin ich im Discord immer. Oder was heißt nicht immer, aber oft. Ich bin ja sonst schwierig zu erreichen, ne? Ihr wisst das. Er hat mich jetzt rausgehauen, der liebe Percy. Das ist immer, wenn ich von Percy Post kriege, dann vibriere ich mit dem ganzen Körper. Ja. So. Ja, wie gesagt, habe ich gedacht, so das Spiel wird nichts, aber mittlerweile ist es, ich glaube, das ist mittlerweile auch voll, also ist fertig entwickelt und es gibt auch die ersten Mods und wir sind hier auf einer Mod-Map, die nennt sich Ragnarok. Könntest du dich mal zeigen? Oh, ich muss kurz niesen. Himmel, die Berge. Jemand verletzt? So, das ist das, was ich bis jetzt gesehen habe von unserer schönen Welt. Mir ist heiß. Ja, das liegt daran, weil ich einen Pelzanzug anhabe, weil ich sonst erfriere. Das ist ein bisschen komisch, aber egal. Ja, das ist das, was ich von der Map sehe. Wie gesagt, ist eine Mod-Map. Mein Pelzmantel scheint da ein bisschen durch die Karte durch, ein bisschen abgefahren. Wir spielen diese Mod-Map auf unserem privaten Server. Der Server gehört Mad Max. Das ist genau so ein G-Portal-Server wie meine Server, wo wir LS drauf zocken. Und spielen dort natürlich mit den Mod-Packs, die uns belieben. Jetzt habe ich aber, weil unser Server hatte mal Probleme gehabt, feines Kacke hast du gemacht. Fein. Super. Man muss das Tier auch mal loben, ne? Ja, ja, ja. Nee, bisschen der Mauser heute, oder was? Hm? Hast du feine Kacke gemacht? Er redet auch nicht mit jedem, ne? Ist auch kein Papagei. Ist ein Adler oder wie auch immer diese Tiere heißen. Habe ich übrigens gestern mit Mad Max getamed. War eine ziemlich geile Geschichte. Mit Schafe besorgen und so. Aber wie gesagt, auf unserem Server spielen wir mit Mods und dieser Server ist auch ein privater Server, aber hier ist alles verboten. Ne? Also ich kann hier nicht mal das Bild heller machen, wenn es mir zu dunkel ist. Ne? Das geht hier nicht. Hier ist also wirklich ARK, so wie ARK halt ist. Und das ist ganz schön anstrengend. Und deswegen spiele ich das auch am allerliebsten mit einem Kumpel zusammen. Also zu zweit ist ARK 30 Milliarden geiler als alleine. Also wenn man hier ganz alleine über die Map stolpert. Ich kann euch das mal, kann ich mal zeigen. Wie gesagt, ich war ja erst alleine. Ich nehme mal kurz ein Päckchen Schnitzels mit. Alter, wieso haben wir schon wieder so wenig Schnitzel hier? Ist die einer auf oder was?
Ich weiß, dass ich da, wo ich hinfahre, habe ich genug Schnitzel, deswegen brauche ich jetzt nur ein Paket mitnehmen. Und mal auf das Türchen. Au! So, auf das Türchen! Das ist so eine Bude, die haben wir hier oben extra hingebaut. Die ist recht neu und deswegen auch noch im Ausbau. Es ging darum, so einen Adler zu tamen und die wachsen halt hier in der Gegend. Von hier aus kommt man da recht schnell dran an so einen Adler, weil die halt hier leben. Und weil die einem auch mal übel auf die Fresse geben, ja, solange wie sie noch nicht getamed sind, ist es besser, wenn man ein kleines Gebäude hat, wo man sich drin verstecken kann, wo man sich stärken kann, wo man seine Waffen aufpolieren kann und so weiter und so fort. Das macht doch Sinn, ne? Ich glaube, Mad Max ist das letzte Mal auch gestorben, davor das Mal ist Shadows gestorben. Ich bin auch schon. Das ist auf jeden Fall super, du spawnst halt direkt hier, kannst du so ein Bett hinstellen, ne? Zack, bist wieder bei deinen Sachen und so, das ist relativ schön. Wir sind quasi auf unserem Server auf der anderen Seite. Wie gesagt, das hier ist unser Taming-Tempel. Ist noch im Ausbau, das Ganze. Ihr seht, ich habe hier auch so leichte Shader-Fehler bei den Flügeln. Da seht ihr das eventuell. Das ist halt arg, ne? Also so ganz 100% bug-free, ja? Kriegen die das immer noch nicht hin. Ist aber auch ein Wahnsinnsding. Also wenn man sich das mal anguckt, diese Mod-Map hier, das ist schon... Ist schon ein Träumchen, wenn man auch sieht, ja, also, ist halt wie in so anderen Games auch, da sind halt so kleine versteckte Sachen auch zum Teil, die wirklich nice sind. Und gut, am Anfang, wenn man wirklich ums nackte Überleben kämpft, achtet man da nicht so drauf. Ich muss mal ganz kurz das Jäckchen ausziehen, ich schwitze wie ein Bär, ey. Ach, das Fleisch, das wollte ich eigentlich hier lassen, oh. So, Diego for life. Also erstmal, huch, ich bin nackig. Ja, ja. Also wenn ihr schwache Nerven habt, müsst ihr jetzt weggucken. Ich sehe im Real Life übrigens noch besser aus. Den Arc. Ja, ich rasiere mich gar nicht. So. Das Gammelfleisch lassen wir hier. Das Gammelfleisch habe ich gestern Abend, ja siehst du, das vergammelt. Mein Gammelfleisch vergammelt nämlich. Wir brauchen das, um Betäubungsmittel herzustellen. Und deswegen darf man Gammelfleisch nicht wegschmeißen. Und ich habe gestern einen Wal geschlachtet, der liegt da mal am Strand rum. Also, ne, Kadaver liegen da rum und da ist halt jede Menge Gammelfleisch drin. Und das habe ich mir natürlich mitgenommen. Ne, weil ich weiß, dass wir es brauchen. Und ich muss erstmal gucken. Ah, oh, ich hatte gerade Angst, dass ich nicht richtig aufnehmen würde. Ich sehe gerade, dass das Video wird über Minuten kriegen. So schnell bin ich nicht. So, im Kühlschrank ist kein Platz mehr, ne? Nee, nicht für Gammelfleisch. Ah, wo stecke ich denn das Gammelfleisch rein? Ich meine, gut, ich habe so viel Gammelfleisch. Wenn da ein bisschen was von schlecht wird, ist nicht schlimm, ne? Du könntest gleich mal ein richtiges... Ja, wir besorgen dir gleich einen dickeren... Ja, du kriegst gleich lecker Schnitzel. Kein Problem, besorge ich dir unterwegs. Kann ich das Gammelfleisch in den Futtertrog reintun erstmal? Ich weiß, es ist nicht nett. Ach, das Fleisch ist vergammelt im Futtertrog. Oh. Ach, Tee. Ich muss immer noch ein bisschen gucken. Ich bin relativ neu in Ark. Die anderen, so Percy und so, die haben schon keinen Bock mehr. Weil die spielen, wie gesagt, von der ersten Minute Ark, die haben alles durch. Ja, die haben alles gemacht, was mal gemacht werden musste. Ja. Ich glaube, ich besorge jetzt noch mal kurz erstmal ein paar Schnitzel. Das ist eigentlich gar nicht das, was ich zeigen wollte in diesem Video. In diesem Video wollte ich euch eigentlich was anderes zeigen. Aber ja, so ist er arg halt, ne? Also, man braucht schon Zeit, ne? Das ist jetzt nicht, dass man sagt so, ich drücke ein Knöpfchen und alles ist super fertig und nein. Ja gut, wenn man Mod spielt, okay. Aber alles andere dauert halt hier, ne? Das ist das Original-Arc, zum Beispiel kann man, die Tiere nicht auf Geschwindigkeit skillen, ne? Der fliegt halt so schnell, wie ein Adler halt fliegt und das ist halt diese Maximalgeschwindigkeit. Mehr hat das Tierchen nicht, ne? Man kann ihm jetzt noch Ausdauer trainieren, ja. So, also, ich habe gesehen, das Problem ist halt, man ist halt permanent auch auf der Suche nach Ressourcen. Hier liegen überall Steine rum, die kann man abernten, man kann diese Büsche abernten. Der Vogel kann da noch nichts mit anfangen. Da vorne ist eine Wasserquelle, da kann man Wasser trinken.
Und es rennen hier natürlich auch andere Lebewesen rum. Und das natürlich. Oh, geht's dir noch ein bisschen größer? Ich hätte eigentlich mir so einen kleinen Happen, hätte ich mir eigentlich erhofft, so. Hier, so was Kleines hier. Was rennt denn da? Was rennt da? Ach, so eine fliegende Ratte. Die klauen dann die Sachen und ich habe wieder eine Wasserflasche dabei. Die haben mir schon... Oh, ich weiß nicht, wie oft er mir die Wasserflasche geklaut hat. Was ist da? Auch so eine fliegende Ratte? Ach so, das war das Geweih von dem anderen Typen. Also weder fahren wir jetzt das Trike. Das ist kein Trike. Okay, das lasse ich in Ruhe. Das betäubt mich nämlich. Wir nehmen dieses hier. Es ist jetzt leider... Man muss es halt... ist halt Futter, ne? Ich kann es nicht ändern. Ja, du springst da jetzt runter. Das ist mir schon klar. Gut, dass ich einen Vogel dabei habe. Erstmal gucken, wer da unten so alles wohnt. Das schon ein paar Mal gehabt, dass da unten war dann hier Dicky T-Rex Party und so. Da hält man seinen dann besser raus, ne? Das ist so besser, wenn man nicht dabei ist. Wo rennst du denn hin, Susi? Ich hatte dich ja eigentlich als Mittagessen für die Jungs eingeplant. Wo bist du? Bist gleich tot, bevor ich dich überhaupt gekriegt habe. Oh, da unten, das fliegt. Okay. Na, das sind halt Fluchttiere, ne? Die haben halt Panik. Aber Fallschaden scheinen die nicht zu kriegen, so. Wenn es ein kleineres Tier ist, kann man das mit dem... Der hat sich im Wald versteckt, du. Ach, hier ist ein Schwein. Komm mal her hier. Ja, ja. Du bist... Oh, hier sind diese fliegenden Ratten. Die nerven. Den muss ich jetzt erstmal aus den Tabernagel hauen. Ja, das Spiel heißt Fressen und Gefressen werden. Das hier sind so Rieseninsekten. Die gehen einem ziemlich auf den Sarg. Wenn man die nicht kalt macht. Ey! Warte mal, ich wollte dich kalt machen. Ach, die haben einen kleineren Wendenradius. Ich muss mal ein bisschen Gas geben hier. So. Wo sind die, diese fliegenden Ratten? Ach, daneben. Ja, ich bin nicht so der Jäger, ne? Ich bin hier fürs Killen gemacht. Ich kann nur flügen und so, ne? So, wo sind die? Ah, dann vorbei. Die spritzen die mit Gift oder ist das auch nur der Shader-Fehler? Ich kann auch landen. Jesus Christ. Die haben mich getroffen. Und ich die nicht. Warte mal, ich lande mal. Die kommen zu mir. Dann hau ich denen da was an Tabernakel. Hier, dieser Dicke hier, der ist friedlich. Man darf den nur nicht hauen. Dann haut er zurück, ne? So. Oh, ein 200er. Warte mal, hinter mir. Ach, der packt sich den auch hinter sich. So. Himmel, die Berge. Das wollte ich gar nicht, YouTube. Ich wollte... Hat er sich den... Hat sich auch nichts reingepfiffen davon. Oh, ist nicht deine Sorte oder was? Warum hast du das nicht aufgegessen, Vogel? Na, freut er sich. Habe ich den geskillt, dann lacht er immer. Ja, so lachen Greifvögel. Ah, jetzt frisst er erst schön. Ja, und Bäume fällen kann er auch, aber das... Oh, nimmt er das Holz bitte? Bitte nicht das Holz mitnehmen. Nee, nimmt er nicht. Aber er hat sich jetzt 4 Schnitzel schon mal reingepfiffen von dieser schäbigen fliegenden Ameise. Ja, das ist halt arg, ne? Das ist aber nicht das Frühstück für die anderen. Wir wollen ja auch Frühstück für die anderen besorgen. Na, ist halt wie im echten Leben, ne? Fressen und gefressen werden. Ach, hier ist das fette Schwein. Ich meine, das der Fleischträger. Komm mal her, mein kleiner Fleischproduzent. Ich weiß, du hängst an deinem Leben, aber ich hänge auch an dem Leben meiner Jungs. Ach, diese scheiß Ratten hier. Fliegende. Gut, dass der Vogel ein bisschen was abkann. Und das Schwein gehört gleich schon mir. Ich habe Familie, ja? Ich muss an meine Jungs denken. So, pfeift immer das ganze Schwein rein. So, und diese Ratten hier nehmen wir auch noch mit. Wo seid ihr? Ameisenlaufende. So, dann erlege ich euch zu Fuß. Die hauen ab. Komm mal hier wieder. Komm. Papa macht euch zu Abendessen. Haben wir es denn jetzt? Den Fuß noch drauf hier. Was ist, hat er den Fuß gebissen? Tut das weh oder was? Oh, das rohe Fleisch vergammelt schon. Komm,
Wir fliegen nach Hause. Ich hoffe, das Abendessen für die Jungs ist gesichert. Ja, und dann ist eine Viertelstunde Ark auch schon wieder zu Ende. Das geht immer rasend schnell. Ich habe gar nicht das gezeigt, was ich zeigen wollte. Ich musste nur kurz was zu essen besorgen für die Jungs. Weil die sitzen bei mir in der Bude und schieben Kohldampf. Ne? Der Futtertrog ist voller Gammelfleisch. Oh, der Diego füttert seine Tiere mit Gammelfleisch. Nein, die fressen das nicht. Die sind nämlich doof. Die riechen da dran und sagen die, ne. Diese alte Rotze kannst du mal behalten. Mach da mal Narkosemittel von, wenn du willst. Ne? Ja, wie gesagt, dieses Spiel fasziniert mich schon sehr, sehr lange. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht das Original-Arc, so wie jetzt hier auf diesem Server, auch noch mehr Spaß. Wie das mit dem Rotz ist auch schön, das spiele ich auch ab und zu. Das ist halt toll, wenn man Gebäude bauen will. Das geht alles nur klatsch, klatsch, klatsch und alles fertig sofort. Das ist auch schön, wenn man mal was ausprobieren will und so. Aber auf Dauer ist es zu einfach, ne? Man will ja auch mal sterben. Ich meine, gut, jetzt haben wir hier mit unseren Adlern, also wenn man erstmal so einen Adler hat, ne? Ja, dann kann einem auch nicht mehr wirklich was passieren, ne? Ich meine, das ist auch jetzt hier einer Level 200. Das ist schon ein feines Kacke hast du gemacht. Das ist schon ein Killer, ne? Also wenn du erstmal überhaupt, wenn man erstmal fliegen kann, ist es schon, ach Gottchen, ne? Wie gesagt, mir macht Spaß. Ich hoffe, euch stört es nicht, dass ich ab und zu auch ein bisschen Ark spiele und nicht nur LS. Vielleicht mache ich mal so einmal die Woche ein Video. Was haltet ihr davon? Diego ist draußen und sagt, habt euch lieb.